Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Together mit dem Gobbo. Da ja hinten oben ist die Kami und der Sora, den sehe ich gerade nicht. Aber der ist auch noch da. Der ist da vorne. Da hinten ist er auch. Hier bin ich. Und die Wand ist fast fertig. Yeah. Und wenn die Wand fertig ist, dann wissen wir ganz genau, was geschehen wird. Ja, dann ist die Wand nämlich fertig. Richtig. Und wir gehen in die Höhle. Höhlenerkundungstrupp. Ich werde mal so ein bisschen Fleisch sammeln und mal so den einen oder anderen Zombie terminieren. Tu es! Ja, der Interessant. Weizen ist noch nicht so weitergewachsen, so wirklich. Ah, man kann Eimer stapeln. Cool. Musste ich auch noch nicht. Ja, das geht aber, glaube ich, auch aus seit irgendeinem Patch. Ja. Ich meine mich zumindest daran zu erinnern, dass das früher nicht ging. Du hast mir die Tür vor der Nase zugemacht. Nein, der Schalter hat dir die Tür vor der Nase zugemacht. Das spielt bei mir keine Rolle. Das war mir klar, irgendwie. So, was haben wir denn hier alles? Die Kiste ist kaputt. Die Kiste geht. Oh, hallo, was? Creeper! Du hast dir nicht meine Blümchen aus deiner Kiste genommen. Alles gut, ist nichts passiert. Bin nur auf den Kopf gefallen. In welche Richtung bist du abgehauen? Richtung Urwald bin ich abgehauen. Ich komme mal mit. Ja, ich muss mal so ein bisschen Fleisch sammeln und die ein oder andere Spinne hier umkloppen. Tut's. Da hinten sehe ich schon die nächste. Da unten ist Licht. So, nachdem ich mal auf die glorreiche Idee kam, mein Schwert zu benutzen. Oh, Creeper, wo kommst du denn her? Ja, nicht sprengen. Ah, da hat er sich doch gesprengt. Naja, Saplings für mich. Danke. So, ach, was haben wir denn hier noch an? Mit der Schere. Da, hüpf. Ich probiere nochmal den einen oder anderen Samen zu bekommen. Was ja, ich habe auch gerade noch einen gefunden. Da oben ist ein Endermann. Creeper. Da oben sind zwei Endermanner. Manner vor allem. Nicht sprengen. Oh, Arschloch. Dein Haus kaputt? Fast. Und jetzt auch noch so ein dämliches, doofes Skelett. Stirb jetzt. Verdammt, das doofes Ding. Tot. Los. Oh. Creeper und Skelett. Nein, nicht hier sprengen. Da ist Gebäude. Komm mit. Spreng dich hier hinten in die Luft. Aua. So. Nein. Ah, du Arschloch, du blödes. So, hier ist Sumpfgebiet. Oh, ich dachte gerade, er zischt's nochmal. War nur eine doofe Spinne. Geh du mir jetzt nicht auch noch um Keks? Apropos Keks. Aua. Oh, können die bald springen. Aua, hör doch auf. Mehr die Spinne oder die Kekse? Die Kekse. Angriff der Killerkekse. Nein, die doofe Spinne. Die kam aus 10 Metern Entfernung plötzlich mir entgegengeflogen. Mindestens. Ja, wenn nicht noch mehr. 100. Und dabei ist er auch noch 30 Meter hochgesprungen. Und war groß wie ein Elefant. Noch viel größer. Die hatte noch ein Stück Elefant zwischen den Zähnen. Man kann es aber auch untertreiben. Ja, das stimmt allerdings. Ja, wir wollten den Zuhörern ja keine Angst machen. Oh, die Sonne geht anscheinend schon wieder auf. Ja. Ich höre hier irgendwo einen Zombie. Vera Montes. Ich guck's mir von unserem Hausdach an. Ja, wir könnten da ja eigentlich mal irgendwann so eine Aussichtsplattform draufbauen. Was, auf unser Hausdach? Ja. Ouch. Wir könnten auch mal unser Haus weiterbauen. Das ist ja momentan mehr so ein Raum. Naja, aber es bietet Platz für 3 Personen. Und es ist bestimmt total stabil. Da haben wir ein Skelett. Ja, mehr brauchen wir auch eigentlich nicht. Ich ziehe auch bald aus. Du kannst ruhig noch bleiben. Nein, ich möchte ja nicht. So, hier war anscheinend eben irgendwo eine Höhle. Ja, da haben wir eine Höhle. Autsch. So. Latsch hier einfach mal runter. Do.
kümmere mich mal weiter um die Feldarbeit. So, das ist eine recht große Höhle. Und natürlich habe ich keine Fackeln mit dabei. Das ist natürlich schlecht. Aber ich habe Kohle gefunden. Dann kannst du ja Fackeln bauen. Ja, für den Fall, dass ich noch Holz dabei habe, werde ich das natürlich tun. So, ich mach mal wieder ein paar Kekse. So eine super Hausfrau. Ja. Nom 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 nom. Nom nom ganz alleine. Nom 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 nom. Wir haben jetzt ja wenigstens einen abgeben können. Ich hab noch 19 einstecken. So. Ja, zumindest haben wir wieder ein bisschen mehr Kohle. Au! Boah. Huch! Es regnet Kekse. Ach, was für eine schöne Welt. Was sagst du zu meinem Türmchen? Süß ist es. Ja, ne? Wie kommt man da drauf? Hier unten ist eine Leiter. Wie kommt man bei dich rein? Nein. Au. Ah, ich hab meinen Knöchel verstaucht. Ich lieg hinter deinem Haus. Du, da drüben auf der anderen Seite, da ist eine Sandtreppe. Ey! Mach das wieder zu! Hab Tür gebaut! Mach zu! Soras, wie weit ist denn eigentlich unsere tolle Wand? Die ist gleich fertig. Das ist sehr schön. Und was macht man hier in deinem Turm? Man kann ja gar nicht rausgucken. Da kommen mi. Vielleicht passiert da ja auch noch was. Ja, ich frage ja nur, was du dir hier so gedacht hast. Oder es ist ein kleines, geheimes Pornoräumchen. So. Nein, ich bin ein Mädchen, ich habe sowas nicht. Ja. Frauen haben keine bösen Fantasien. Laut Skin nein, nicht. Frauen sind total ohne Fantasie. So, dann geh ich mal wieder raus, ja. Eieieiei, ist das eine Riesenhöhle hier. Oh, die Wand sieht fast fertig aus, oder? Ja, das habe ich auch eben gerade gesagt. Das habe ich nicht mitbekommen, tut mir leid. Dann können wir ja in die Höhle gehen, alle zusammen. Ja, ich bin auch gleich bei euch, weil ich habe jetzt eh nur noch 2 Herzen. Das ist doch gut. Ach, und dann kommt er an, ja. Da ist nämlich eh gerade ein Creeper. Rüstung brauchen wir keine, dachte ich mir, weil wir haben eh kein Material dafür. So. Ich habe mal ein bisschen abgekürzt. Ich hoffe, wir haben noch irgendwas zu futtern. Ja. Ich hab noch Kekse einstecken. Ja, ich muss mal gerade auch noch was aufs Feld schmeißen. Ich habe noch ein paar Samen unterwegs gefunden. Du kannst aber auch Gammelfleisch essen, wenn du willst. Ja, Gammelfleisch habe ich auch noch. So, und Knochen habe ich glaube auch 2 gefunden. Ja, das ist richtig. Das ist doch gut, dann können wir noch ein paar Kekse machen. So, was habe ich denn sonst noch gefunden? 5 Fäden, ein paar Federn. Aber ich muss erstmal meine Herzen wieder auffüllen. Ja, mach das mal. Soll ich dir gerade Kekse geben? Ich habe mir gerade Hühnchen in den Ofen geschmissen. Schau einer an! Aber das reicht auch nicht ganz. Nobel geht die Welt zugrunde. Okay, verrottetes Fleisch kann man anscheinend nicht braten. So. Komm her. Oh, Kekse. Vielen Dank. Bitteschön. Ah, hinten? So, die Dame und der Herr. Wollen wir dann so in die Höhle gehen? Gleich. Ja. Oder will die Dame erst noch ihr Türmchen fertig bauen? Na, ich bin... Autsch! Nee, Autsch? Also, ich bin Bungee-Jumpen. Na, sag das doch. Also du bist fertig, das heißt, wir fertig müssen uns natürlich noch dein Meisterwerk anschauen. Ja, da gehen wir jetzt auch hoch. Dann würde ich einfach sagen, der Part geht eh nur noch 5 Minuten, den machen wir fertig und dann machen wir dann noch 2-3 Höhlenparts, wo wir in die Höhle erkunden. Verdammt. Je nachdem, wie groß die ist, das müssen wir natürlich mal schauen. Aber jetzt gehen wir erstmal da hoch auf die Plattform. So, das ganze Zeug kann weg hier eigentlich. Sieht natürlich sehr cool aus. Dann können wir hier die Schilder hinpappen. Hast du ein Schild? Zufällig?
Wenn nicht, bringt der Gobbo mal ein Schild mit und dann kannst du dich hier schon verewigen. An der Wand. An der Wall of Schwarzarbeit. Nee, soll ich was mitbringen? Bring mal ein Schild mit, ja. Ja, ich baue gerade welche. Haben wir keins mehr in der Kiste? Ich dachte, da wäre noch ein Schild. Nee, wir haben irgendwie ein paar Schilder verbraucht. Okay. Naja, aber hast du wirklich sehr, sehr geil gemacht. Sieht sehr cool aus. Vor allem genau mittig, glaube ich sogar, wenn ich das hier richtig sehe. So, bauen wir mal ein paar Schilderchen. Was ist denn mit dem ganzen Werkzeug, was hier draußen liegt? Das ist mein altes Holzwerkzeug. Das wollte ich mal gerade eben loswerden. Eins, und dann wirfst du es vor den Eingang. Drei, ja, ich dachte mir, irgendwer wird es schon aufheben. Was denn? Die Steinpickaxt heb ich auf. Ist so gut. Guck mal hier. So. Steinaxt, was er alles wegwirft. Ja. Der Bonse. Ja. Jetzt nicht mehr so ganz so viel Verwendung dafür. So, ich komme mit Schild. Das darf natürlich der Soras auch selber beschriften. Wenn ich den Soras finde, da ist er. Soras! Ja, nimm dich's. Danke. Ach, nimm gleich zwei. Moment, der Kameramann ist noch nicht da. Hier? Dieser epische Augenblick von unserem ersten Zuschauer muss gefilmt werden. Ich bin auf dem Weg. Sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Kami, magst du auch ein Schild haben? Nein. Kami ist ja kein Gastarbeiter. Naja, aber sie hätte ja zum Beispiel ein Schild hier dranhängen können. Nein, möchte Kami nicht haben. Ja, ist ja... Geh weg, hau ab. Also, falls wir es wirklich packen sollten, die Wand hier voll zu bekommen mit Schildern von Zuschauern, dann müssten wir gibst knapp mir einen aus? 600 Parts haben. Was soll ich dir ausgeben? Nee, kannst du schon trinken. Achso, wenn wir die Wand hier voll bekommen. Ja. Dann gebe ich dir einen aus, ja. Soras Light was hier. Oh yeah. Und wie gesagt, schaut mal auf seinem YouTube-Channel vorbei. Der wie immer unten verlinkt ist. Kami ist natürlich auch. Aber die kennt ihr ja eh alle. Warum? Wer ist denn das? Keine Ahnung. Kann man die essen? Nee. Das ist, glaube ich, eine Hackerin. Die hat sich hier auf unseren Server geschlichen. Aber dafür baut sie echt interessante Gebilde. Ist das ein Schloss, was aussieht wie eine Mietzukatze? Nein! Ach, das sah gerade so aus durch das Dreckstürmchen, was du da hinten hattest. Sah das eben so von der Seitenansicht. Oh, ich mach das Feld gerade unschön. Naja, sah das eben aus wie eine Miezekatze. Nein, aber es wäre eine gute Idee gewesen. Weil, wenn man so von hier guckt, Kami, komm mal her, komm auf meine Position. Das ist definitiv eine Miezekatze von hier. Könnte also, man fast so sehen, ja? Guckt euch gebt das mal an. Recht. Seht ihr sogar instinktiv, wird es eine Katze. Ja. Ja, Kinders. Ja, Kinders, wir haben trotzdem noch 2 Minuten. Ja. Was glaube, machen wir in den 2 Minuten? Sachen. Was machen Sachen? Was denn eigentlich mit dem Baum hier? Sachen machen Sachen. Ich muss auch noch ein paar Keks essen. Wir haben so ein paar Kakaobohnen. Cool. Ja, die Kekse halten ja leider nicht so lange an. Ja, und die geben auch nur einen, glaube ich. Einen oder zwei. Ja, aber das ist effektiver als Brot selbst, also. Oh, gut. Haben wir noch. Nö, haben wir keinen Weizen. Aber da können wir uns später offscreen unten am an Soras Feld bedienen, einfach, würde ich sagen. Ja, zwischendurch müssen wir noch ein paar Samen sammeln. So, 1 Minute noch. Was macht die Kami überhaupt? Der Block ist cool, oder? Der ist echt interessant. Oder, Palli, was hältst du von diesem Block hier? Oh ja, der ist wirklich klasse. Willst du mich verarschen? Guck mal, wie sieht der jetzt aus? Komm hier, du. Genauso wie vorher, weil die Fackel steht auf dem falschen Block. Oh, dann war's der. Aber danke für die Fackel. Moment, ich habe da noch so eine kleine Idee für die letzten paar Sekunden. Krieg ich jetzt doch ein Schild? Verdammt! Musst du doch erstmal überlegen, was ich da hinschreibe. Kekse! Mein Keks. Mein Keks. Ich hab keinen aufgehoben. Mein Keks. Danke. So, ja, sehr schön. Kami ist super Block.
Nee, mein Block. Dein Haus, dein Boot, dein Block. Was sagt denn die Uhrzeit überhaupt? Meine Sklaven. Ich würde sagen, mit dem Sonnenuntergang verabschieden wir uns. Ja. Sonst wird es jetzt für alle Zuhörer auch langweilig, wenn sie jetzt warten, wie wir darauf warten. Warten. Aber wir sind auch schon bei 15 Minuten, von daher haben wir tatsächlich geschafft, mal ein Part einzuhalten. Ja, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Ich guck mir hier gerade die Miezekatze nochmal von oben an. Ich gehe über Deckung. Was denn? Ich tu dir nichts. Nee, au! Aber das war ich nicht! So, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Sorry. So, jetzt nehme ich wieder mit auf. Wir verbuddeln Kami. Denn das wird quasi ein Outtake. Das ist nochmal ein Special, genau. So. Kommst du raus? Ja, ich port mich. Okay. Ja, Achtung, es wird dunkel. Aber stell ein paar Fackeln rein, dass er nichts spawnt. Und beeil dich, bevor sie gleich wieder da ist. Los, porte dich. Ich schreib schon mal. Schreib, porte dich. Da will ich hin. So. Ja, das hängen wir einfach an dem Part von eben mit dran. Kami ist verbuddelt. Als Outtake. Genau. So. Warte, wir stellen noch ein paar Blümchen aufs Grab. Hast du noch ein Schild dabei? Ja, klar habe ich noch ein Schild, warte. Hier, nimm doch das mal noch mal auf. Oh, zur Trauerstimmung regnet es sogar. Wo ist denn der Sora überhaupt? So, fertig. Ich gammel in der Höhle rum. Hier, Rotkami. Rest in Peace. Oder wie würde Duke Nukem sagen? Rest in Pieces. Ich hasse euch echt. Ihr seid so absolut scheiße. WB. WB. Und willkommen auch in der Aufnahme. Hier kannst du langkommen. Udo, Udo, Udo. So eine Arschlöcher. Kommst du raus? Ihr müsst mich gar nicht mit Keksen locken. Warum nicht? Oh. Dora, ich bin echt enttäuscht von dir. Das hätte ich dir nicht zugetraut. Er hat damit nichts zu tun. Das tat mir echt weh. Ich habe gedacht, du bist ein Lieber. Aber so kann man sich in einen Menschen täuschen. Idioten. Hier ruht Kami. Ja. Und wieso habe ich keine roten Blümchen bekommen? Er hat mir gerade nicht zur Hand. Ja. Hier geht's übrigens in Kamis Grabkammer. Mumie. Und ich werde euch alle kriegen. Alle. Toll. Sehr, sehr schön. Wie man es nimmt, ne? Und es regnet. Oh, der Himmel weint zu meiner Beerdigung. Ja, habe ich auch gesagt. So, aber jetzt genug. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.